Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem Video am 8.7.2020. Ich bin schon sehr müde. Heute war Claudia da. Es war ganz interessant und sehr unterhaltsam. Wir haben über Depressionen und deren Auswirkungen gesprochen und über Angstzustände. Weil ich ja von Panikattacken und Angstzuständen geplagt werde oder geplagt bin. Und wie ich empfinde, mit den Angstzuständen immer wieder von vorne anfange. Und also ich lerne etwas dagegen und es geht eine Zeit lang ganz gut und ich habe es im Griff und dann fange ich wieder bei Null an. Nicht mit dem Lernen, aber mit dem Gefühl der Panikattacken. Sie kriegen wieder die gleiche Intensität und ich muss mir neue Tricks einfallen lassen, um damit umzugehen. Seit Montag habe ich kaum geschlafen. Immer so stundenweise, aber nie so richtig gut und fest. Ich hoffe, heute wird's besser. Morgen kann ich liegen bleiben. Das ist eine große Freude für mich und dass ich morgen ausschlafen kann und hoffe, dass es mir dann besser geht. Ich habe irrsinnige Kreuzschmerzen, die eigentlich dagegen sprechen, dass ich so lange im Bett liegen bleibe. Aber mal schauen, wie es morgen geht. Und ich hätte Claudia früher nach Hause geschickt um 17:30 Uhr, aber wir sind erst um 18 Uhr fertig geworden mit dem Zimmer aufräumen. Oder Tisch abräumen und somit ist sie bis 18 Uhr geblieben. Ich bin dann jetzt noch aufgeblieben, weil mein Vater erst nach Hause gekommen ist. Jetzt ist es 19:58 Uhr. Ich war nach draußen zu rauchen mit meinem Vater und habe mich jetzt ins Bett gelegt, weil ich irrsinnige Kreuzschmerzen habe. Das ist teilweise vorm Schlafen gehen schon durch das im Rollstuhl sitzen. Und wenn ich zu lange liege, tut's auch wieder weh. Mir geht's psychisch eigentlich ganz okay. Ich war gestern bei Christoph und wir haben so einiges besprochen. Was habe ich gestern schon erzählt? Ja, es geht mir eigentlich so mittelmäßig bis gut. Es wechselt immer wieder. Aber das sind die normalen Stimmungsschwankungen, die ich je fast immer habe. Und damit kann ich auch recht gut umgehen. Am Freitag muss ich wieder aufstehen, weil da war ich zu Kerstin. Und ich werde noch länger nicht schlafen, weil bei uns rundherum Hunde bellen. Hört man wahrscheinlich auch. Das dauert so bis 10 Uhr. Dann ist es langsam ruhig. Und bis dahin werde ich wahrscheinlich wach bleiben. Also ich schlafe jetzt ab. Sonst gibt es nicht viel Neues. Außer dass ich mal müder werde und jeden Tag müder und irgendwie so eine Durchuntersuchung mal gut wäre. Ob das irgendwelche anderen Ursachen hat. Außer die Fatigue. Weil ich finde es für Fatigue schon sehr viel. Und
obwohl ich mich da nicht genug auskenne, aber ja, es ist sehr anstrengend, durch den Tag zu gehen, habe ich in den letzten Videos nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr müde. Und ja, sonst fällt mir nichts mehr ein. Heute bei 6 Minuten. Die Entzündung hier ist weniger. Es ist nur noch eine Blutkruste drauf. Und etwas gerötet rundherum. Aber das meiste vom Pickel ist weg. Und das freut mich. Meine Mutter hat ihn mir ausgedrückt und mit einer Nadel bearbeitet. Und ich muss das nur noch abheilen. Das kann ja bei mir auch recht lang dauern, aber ich bin mal zuversichtlich. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts. Ich melde mich morgen wieder. Ich wünsche euch gute Nacht. Ciao. Eure Ines.